Okay, wo bist du denn? Oh, da bin ich. Oh. Ach du Scheiße, du hast ja wieder richtig übertrieben. Mir ist ein bisschen schlecht nur. Alter, du siehst aber auch nicht schlecht aus. Somit erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Störsen. Wir machen Moin. heute eine Ranch auf. Einen zweiten Part gibt es auch bei ihm. Du darfst gerne sagen, auf welchem Kanal. Ja, auf meinem Zweitkanal auch Sterzig, denn da laufen immer tolle Videos. Und ich denke, wir werden heute eine riesig geile Farm aufbauen und ihr wollt bestimmt wissen, wie es weitergeht. Ja, deswegen lese ich jetzt diesen wunderbaren Brief vor. Mein liebes Ja. Enkelkind, wenn du diesen Brief liest, hast du dich bereit erklärt, meinen letzten Willen zu erfüllen und unsere Familienranch zu übernehmen. Sie ist Digga. etwas verwahrlost, doch da ich keine Zeit und Gelegenheit hatte, mich um sie zu kümmern, ich habe dir im Haus auf dem Dachboden ein paar Dinge hinterlassen, die dir behilflich sein werden. Okay, willkommen auf der Ranch. Okay, J für den Questlog. Wenn Oh. man drücke. Oh. Untersuche das Haus, schalte das Radio an der Wand ein, finde das Zelt. Okay. Was sollen wir anmachen? Das Radio an Finde der das Wand. Zelt. Ajo, wir müssen wieder raus hier aus der Hütte. Also, unser Opi hat hier gesagt, wir müssen das. Hier ist das Zelt. Unser Opi hat gesagt, wir sollen jetzt hier das Familienunternehmen aufbauen, ne? Sollen wir hier Ja, rein? ohne irgendeine Ahnung zu haben. Ah, können wir speichern, das ist ja wie bei The Forest. Aha. Enter. Ich glaube, ich Hier habe kannst du mich. bis zum Morgen schlafen. Okay. Ist das wirklich The Forest? Ja, sieht auf jeden Fall echt schrecklich aus, das Spiel, muss ich sagen. Ja, es ist nämlich so voll. Eigentlich ja geil mit dem Berg, aber irgendwie auch so ein bisschen traurig. Also. Alter. Ich bin einfach grün, mir ist richtig übel. Wäre das hier nichts für dich? Hast du so eine Bude, hast du so eine Gegend, hier ein Haus haben? Ich Würdest du. weiß nicht. Also, ich glaube, einerseits cool, andererseits glaube ich richtig kacke. Weil du so Weißt weit du weg vom warum? Schlag bist. Ja, selbst wenn ich einfach abends nur noch mal Eiscreme einkaufen will, kann ich vergessen. Ja, das stimmt allerdings. Das ist ein guter Punkt. Oh, Wie hier ist kann ich was. denn. Ach so. Boah, auf der Ah. anderen Seite. Hey, das ist echt irgendwie richtig Alter, was ein frustrierend. verfluchtes Haus. Aber es ist ja ganz gut bewertet worden. Ich glaube, du kannst es hier alles wie ein Ist bestimmt sehr witzig, Hausflipper ja. dann auch alles schön machen. Aha. Einschalten. Hörst du da was? Ja, ich höre leichte Musik Ja, ich habe ja jetzt. die Musik ausgestellt. Warte. So, where is the music? Audio. So, ein bisschen. Ah, ich höre was. Hörst du? Ja. Komm mal nach oben, wir müssen hier die Matratze aus dem Weg räumen. Oh Gott, du bist da So. hochgelatscht. Okay. Stößen, da bist du. Moin. So, jetzt können wir hier Oho. Ach, du den bist. ganzen Müll können wir jetzt wegräumen hier. Ach so, weil da unten ist noch eine. So, und hier oben ist jetzt eine Truhe? Ich habe eine Truhe gefunden. Komm mal hoch. Warte. Ach so, die kann ich gar nicht. Ach, das sind zwei Matratzen zum Pennen. Gnu, guck mal nach Ja, ich oben. komme. Ich habe gerade irgendwie so 7 Days to Dies Flashback. Bisschen, ne? Ja. Oh, da hinten bist du. Das ist so gruselig. Ich mich noch mal auf hier, den Lachs. Alter, eine Waffe! Was? Nimm Müssen sie! wir jetzt jemanden um. Hä, warum? Ich habe keine Ahnung. Ich lese den Brief Ja. vor. Nimm diesen Revolver mit. Im Wald gibt es viele wilde Tiere, die dir Probleme bereiten könnten. Ich habe etwas Geld und Munition hinterlegt. Noch eine Sache, du wirst ein Auto brauchen. In der Werkstatt am Eingang der Ranch steht ein altes Nutzfahrzeug. Du kannst es mit Ersatzteilen, die du hier findest, reparieren. Viel Glück. Okay. Gut. Gut. Dann. Da sind die ganzen blauen Punkte. Dann holen wir uns jetzt mal hier da hinten schön. Wir kriechen die erstmal lang. Aber echt. Das ist so ein. Weil ich So. glaube, du kannst es alles wie ein Hausflipper dann schön designen, einrichten, kann es Bestimmt, sein. ja. Aber ob das von der Leistung her funktioniert, wenn wir beide da rumfuchteln Ja, bestimmt. dann? So. Ich mach mal aus wieder die Scheiße hier, nicht, dass wir Strom verbrauchen. Oh mein Gott, das sieht so Okay. schlimm aus. Ach komm, so schlimm ist jetzt auch nicht. Furchtbar. So. Guck mal, da hinten ist ein altes Nutzfahrzeug in der Garage. Okay, dann gehen wir da hin. Was ist das hier? Oh. Oh, ein Kindersitz. Was kann man damit machen? So, bringen wir den Kindersitz mal zurück zum Wieso sind Nutzfahrzeug. jetzt auf einmal so viele Sachen? Müssen wir die alle einsammeln? Guck mal, wie ich hier los bin. Das ist wirklich Hier, geil. nimm mal den Reifen. Oh, okay. Und was mache ich damit? Oh nein. Ich glaube, wir müssen das Auto zusammenbauen. Ja, guck, ein Oh altes Gott, Nutzfahrzeug. echt? Ja, warte, hier. Bup. Ja, Boop. müssen wir alles installieren. Aber das ist voll cool gemacht. Also es ist auch sehr gut bewertetes Game, vor allem weil du halt später auch Fa Tiere hast und richtig farmen kannst. Wie so ein Farming-Game, was man wirklich zusammenspielt. Ist ja eigentlich schon Krass. nice.
Also, ist schon vielleicht übel. Machen wir auch eine Serie draus, wenn es uns gefällt. Ich meine, es sieht ja wirklich nicht übel aus. Also, es sieht übel aus, aber irgendwie auch nicht. Aber laut deinem Charakter auch nicht so übel. Naja. Nee, aber also, wenn uns das Bock macht, können wir da echt gerne mehr Folgen machen. Klar, schreibt mal in die Comments. Zack. Ich habe hier so einen schönen Kühler. Nee, was ist das? Keine Ahnung, so eine Stoßstange oder so. Hinten ist noch was. Vor allem, man kann endlich mal schnell rennen. Ja, ey, die meisten Spiele heutzutage, du läufst wie eine Schnecke, um Zeit zu schinden, damit das Spiel länger geht. Ja, wie bei The Forest zum Beispiel. The Forest muss ich sagen. Nee, The Forest muss ich sagen, habe ich auch angefangen, aber ich habe sehr schnell überhaupt Bock verloren, das weiterzuzocken. Woran lag's? Ich glaube daran, dass die Map so leer war, mit nichts, ist halt nur Wald. Ich glaube, ich hätte mir irgendwie voll gewünscht, dass man da einfach mehr erleben kann auf der Map. Und es gibt halt die ganze Zeit nur Höhlen und du kannst aus diesen Brettern und so deine Base bauen. Ja. Fand ich irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, hab mich nicht so gecatcht. So, müssen wir jetzt hier irgendwie das... Also irgendwie muss man hier den Benzin gerne mal reinfüllen. Warte, kriegen das hin. Ich hab The Forest auch durchgespielt, ich fand die Laufwege zu lang. Definitiv. Auto umdrehen. Huch! Was zur Hölle? Pimp my ride! Aber warte mal, siehst du hier noch irgendwo, was wir anbringen müssen? Nee, ne? Nur hier das hebe hier. Das Objekt auf, halte gedrückt, das Platzieren drücke, um die Platzierung zu bestätigen, scrolle, um es zu drehen. Kann das sein, dass wir es drehen müssen, weil wir es irgendwo einfüllen müssen? Oder müssen wir Guck mal, ich hab's jetzt hinten raufgelegt, jetzt geht's, glaube ich. Ah, okay, nice. Tankstelle erreicht. Okay, dann. Warte mal, Motor starten, F. Dann, oh Gott, wie wird der Kurve, wie ich da sitze? Wer sitzt schon so da? Oh, ist das beschissen. Okay, wo müssen wir hin? Richtig, kennst du The Hills Have Eyes? Ja, ja. Ja, das sind wir. Wo müssen wir hin? Mir ist schlecht. Haben wir eine Map, Ranch. Wo müssen wir hin? Laden, Tankstelle. Wir müssen zur Tankstelle. Genau, wenn du M drückst, siehst du es. Einfach mal geradeaus. Also, nee, das andere. Kann mehr ich nach markieren? Ja, okay, ich hab's markiert. Ah, okay, gut, ich auch. Sehr nice. So, da vorne ist dann, let's go. Kleiner Roadtrip. Ja, aber eigentlich, wie gesagt, ich glaube, wenn man da Tiere hat und farmt und anlegt und harvestet, dann kann das schon echt nice sein und einrichtet. Ja, bestimmt. Und auch bestimmt übel witzig, weil ich sag mal, Bugs in dem Spiel sind ja nicht... Ein Tier, schieß es tot! Ja, warte! Knallt's auf! Wo ist meine Waffe? Wo ist mein... Ah, hier, warte. Töte es! Komm her! Warte, ich muss nachladen! Wie du da hinten... Wie glücklich es ist! Wie du es hinterher sprintest! Es ist so glücklich, schau es dir mal an! Warte, ich fass um! Bring's um! Bring's um! Bring es! Oh. Ich fass um! Oh! Es bringt nichts, warte! Ich treff's nicht, Mann! Warte, es muss stehen bleiben. Oh Gott, jetzt weißt du, warum ich nie bei. Nur bitte jetzt, schieß! Jetzt. Oh Gott, jawohl! Oh, Same, es hat's voll zusammengeklappt! Sehr schön. Und schönes Ding, Gnu! Oh, heute! Ich heute die Scheiße aus dem Vieh! Oh, Steak! Let's geil! Go. Steak! Steak! Schönes Steak! Geil, ich will auch Steak. Wo packen wir das jetzt hin? Hinten rein? Kannst du es reindrücken? Kannst du es da reinlegen? Ich leg's einfach hier hinten drauf. Achso. Ja, du? Rechtsklick gedrückt halten und dann Linksklick platzieren. Oh, Steak! Heute Abend gibt's Hirsch! Geil. So. Können wir das auch mit Menschen machen? Können wir auch Menschen. Ey, wenn wir Menschen abschlachten könnten, war Url, dann wären wir so richtig Hillbillies. Das wäre richtig The Hills Have Eyes. Sollen wir eine krasse Ranch aufmachen oder eine normale? Also, wir können ja mal gucken, was die Grenzen des Spiels sind. Okay. Ich mag es ja in Spielen ein bisschen die Grenzen auszutesten. Ja, auch. Guck mal, hier sehe ich ja keinen Menschen drin, ne, den wir abknallen könnten. Ich würde mal versuchen, jemanden umzubringen. Jo, wir machen Überfall. Okay, komm, machen wir. Let's go. Wir haben nichts zu verlieren hier in den Bergen. Unser Fleisch da hinten. Mit dem Nutzfahrzeug lang. Guck mal, jetzt halten wir hier an, ganz entspannt. So. Okay. Gehen wir hier mal rein. So, lass mal gucken. Soll ich nochmal die Waffe zücken? Sorry, ist close. Hier ist niemand drin. Echt? Nee. Aber wir brauchen doch... Tank! Explodiert es? Guck mal, stört sie? Nee. Ach Mann, ich habe zu viel Resident Evil gespielt. Rote Fässer sind eigentlich immer sehr... Einladend. Aber hier ist ein Wohnwagen. Schade. Jetzt wollten wir jemanden überfallen und dann ist niemand da. Oh, da kommt ja, also, ich versuche gerade zu tanken. Okay, geht das? Drücke Emo, um mit dem Tanken zu beginnen. Vielleicht muss ich näher ran. Ich versuche mal näher ranzugehen. Ja, ach stimmt, da steht Tanken beginnen.
tanken beginnen. Ach so, ich muss das hier. Hier. Mach mal Mund auf. Mach mal Mund auf. Ja, let's go. Gut, warte. Hineinlegen. Oh mein Gott, das bin ich, wenn ich das erste Mal tanke. Das funktioniert. Oh, geil. Alter, wir bezahlen gerade richtig viel Kohle fürs Tanken. Ja, wusstest du nicht? Das? Spritpreise Treibstoff. Sind so hoch wie nie. Von welchem Gehalt geht es gerade ab? Von deinem. Haben wir überhaupt so ein gesamtes Gehalt? Ja, ja. So, jetzt haben wir getankt. Und jetzt? Jetzt müssen wir wieder... Auto befüllen. Erstmal. Ach, guck mal. Jetzt muss ich hier an der Seite in den Tank. Siehst du den da? Zack. Ah. Als ob das so reingeht. Jetzt wird getankt. Ja, natürlich, genau so funktioniert. Ich könnte natürlich auch einfach das Tankding hier ins Auto stecken, aber das wäre zu viel. Das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Kann es sein, dass wir das jetzt nochmal auftanken müssen? Was sind das für ein Sinn? Ich glaube, wir sind durch. Jetzt müssen wir mit der Immobilie. Ob du es nochmal tanken kannst. Ich glaube, wir müssen es nochmal tanken, das müssen wir jedes Mal zur Tankstelle. Also, ob du den Kanister nochmal auffüllen kannst. Ach so, ja, das können wir bestimmt machen. Weil ich glaube, das müssen wir machen, damit wir nicht die ganze Zeit hin und her fahren müssen. So echt ist das Game, ja, tatsächlich. Funktioniert's? Achso, nee. Tanken beginnen. Ja, sehr gut. Genau, weil dann schön. Haben wir es einfach voll. Aber jetzt müssen wir erstmal zur Immobilienmaklerin. Ja, sehr Warum gut. Auch immer. Wollen wir die überfallen? Zack. Klar, wir töten sie. Wir töten sie und häuten sie und fressen ihr Fleisch. Ey, das wäre so witzig. Das haben sie nicht gehört hier im Wagen. Warum machen die das nicht, dass es geht? Weil theoretisch kannst du es im echten Leben ja auch machen, was bitte keiner tut. Aber... Warum lässt man das im Spiel da nicht einfach auch machen? Wir müssen zum Baumarkt. Wo müssen wir hin? Im Baumarkt, Autohaus, Bestburger, Laden, Jäger. Ja, ich glaube Baumarkt. Ich versuche mal. Ach also, nee, guck mal, wir haben einen blauen Punkt auf der Map. Ah, dann fahren wir da hin. Fahr da runter. Entschuldigung. Fahr doch straight runter. So. Yay, eat. Ey, wir haben eine Anhängekopplung. Wir können vielleicht Sachen klauen. Oh, vielleicht versucht mal den Wohnwagen hochzuziehen. Alter, wie wir hier drin sitzen. Wie glücklich die Hirsche hier noch sind. Wir könnten es töten, aber ich glaube, wir werden noch... Lass uns mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie so einen Braunbären oder sowas schlachten können. Das wäre geil. So, Immobilienmaklerin. Ich halte an, ja? Bestimmt sogar, ja. So. Sollen wir ein Stück Fleisch mitbringen zum Tausch? Ah, ich glaube, wir müssen sogar hier vorne rein. Ja, lass mal machen. Best Burger. Hier, ich habe ein Gehirn für Sie. Du kannst da nicht reinfahren. Nee, ich kann nicht rückwärts fahren. Was? Oh, dann haben wir jetzt ein Problem. Das könnte wirklich ein Problem Nein, sein. Nein, ich will da rein. Stößen. Was machen wir denn jetzt? Stößen kann doch nicht sein, da muss man irgendwie zurück können. Ach so, warte, ich könnte mal den hier machen, warte. Ach, kannst du so resetten? Hä, aber das kann doch nicht sein. Oder? Ich bin so verwirrt. Weil ich versuch's nochmal. Also das kann ja echt nicht sein. Die Verwirrung ist verwirrt. Hä, ja, ich komme hier nicht raus. Aber was wir machen können... Wir können es hier rein, ist hier oder? Hier so rein. Ja. Guck mal, hier ist sie. Schieß ihr mal ins Gesicht. Ich hab... Wie du auf dem Fleisch stehst. Ich komme nicht rein. Nee, hier oben rauf springen, genau, und dann mit C ducken und rein. Warum muss es immer so kompliziert sein? Schieß ihr ins Gesicht. Alter, ich gebe mir das Fleisch. Ich habe sie aus dem Drehen gelegt. Du siehst so klasse aus, ne? Danke, das höre ich öfter. So, junge Dame. Oh. Oh. Hey, jetzt essen Sie das Fleisch, verdammt. Boah, hat die viel Botox im Gesicht, das prallt von ihrem Kopf ab. Ist sie hinter der Sicherheitsscheibe? Wie können die mir eine Waffe geben und mir diese Option nicht geben? Verdammt! Pass auf, ich spreche jetzt mit ihr. Immobilienmaklerin. Ja, ich bin's. Achso, hallo, bist du zufälligerweise der neue Besitzer einer Ranch, einer der Ranches in der Nähe? Ich so, ja, ich bin's. In diesem Fall möchte ich dir die Bauanleitung geben. Dieses Buch wird dir helfen, deine Ranch wieder aufzubauen. Denk daran, dass das Bauen nur auf dem Grundstück deiner Ranch erlaubt ist. Okay? Das ist alles, was ich dir sagen wollte. Viel Glück bei deiner Ranch. Okay. Wir haben jetzt ein Buch bekommen. Das öffnen wir mit dem J. Aktionsrad. Ah, okay. Nee, auf J, oder? J, Autohaus. Guck gerade.
Ach nee, hier. Wenn du Tab drückst und dann links auf den Hammer gehst, dann ist da jetzt das Bauen-Menü. Und dann ist es wirklich wie The Forest. Oh, ist ja wirklich wie The Forest. Okay. Gut, jetzt haben wir noch das Problem mit dem Auto. Das kann doch nicht sein. Ich geh mal hier runter. Das kann doch nicht wahr sein. Ist es kaputt vielleicht? Haben wir irgendwas verloren? Oder ist der Tank leer? Wo ist denn mein Stück Fleisch eigentlich hin? Ah, das liegt doch da drin. Verdammt! Warte, ich hol kurz ein Stück Fleisch. Ja, hol mal das Fleisch. Ich muss es mal kurz da reinlegen. Ich komme nicht immer raus. Das ist ja furchtbar. Halte gedrückt, um das Auto umzudrehen. So, warte. Also das ist jetzt blöd, weil wir haben jetzt natürlich kein Auto mehr. Ich kann mir das nicht vorstellen. Warte mal. Ja, gut. Komm, wir sprechen mit dem Autoverkäufer hier. Vielleicht hat der eine Lösung. Hängen. Handbremse ziehen. Motor starten. Licht ein. Kannst du mich eigentlich erschießen? Das ist eine sehr gute Frage. Nach der Sache mit dem Auto verspüre ich einen starken Drang danach. Nein. Oh. Sterling ist bewusstlos. Das oh mein ist für Gott. Die Sache mit dem Auto. So, und jetzt? Was ist, wenn wir das vor den Leuten machen? Weiß ich nicht. Ja, und wie GTA? Kommst du jetzt wieder? Kannst du mich wiederbeleben? Nö, du bist einfach nur tot. Echt? Ich bin bewusstlos, steht hier. Mal. Wartet auf Wiederbelebung. Ja, warte mal. Ich gehe mal kurz in die Optionen. So, Gameplay. Spielernamen anzeigen. Yeah. Eingabe, Sprache. Hier. Vorwärts gehen, interessant kriechen, Aktionsrad. Aha. Läuft ein Timer bei dir? Nee. Okay. Aber ich bin jetzt wieder nachgejoint. Ah, auf H kann man pfeifen. Aber es steht auch nichts da, wie du rückwärts fahren kannst. Da bin ich wieder. Okay, girl. Aber wo bist du? Aber das da. Kann doch nicht sein. Ich komm zu dir. Hey, dieses dumme Ding hier. Ja, aber Auto guck mal, nebenan ist der Autoverkäufer, mit dem müssen wir jetzt eh erstmal reden. Ja, okay. Ah, da drüben. Ja, aber Auto umdrehen. Vielleicht geht's auch deswegen nicht mehr, weil wir es jetzt gerade nicht mehr brauchen. Okay, wohin? Wie komme ich da rein? Ah, hier. An der Tür. So, ich renne gerade hier schön durch den Wald. Magst du mich mal, also wollen wir noch, ich glaube, die Figuren machen nichts, wenn wir uns gegenseitig abknödeln. Um ehrlich zu sein. Williams Car Shop. Choose your own way. Long story selling great cars since 1936. Ich will hier rein. Okay, verwenden. Fahrzeug. Kapazität für 2 Schweine und 2 Ziegen. Also schon mal keinen Platz für dich mehr. Oh, süß. Da kannst du die Autos anschauen. Stößen, komm her. Ja, ja, ich stehe hier schon auf dem Tresen. Boah, da kannst du mit 4 Schweine oder 4 Kühe oder 4 Ziegen transportieren. Ja, wollen wir uns eine Karre holen? Boah, ja. Warte, wir haben aber nur 433. Das reicht. Hä, aber wir haben noch das kleine Auto. Aber das funktioniert ja nicht mehr. Scheiße. Handbremse ziehen. So, jetzt muss ich ja irgendwie Gas geben. Wie gebe ich Gas? Ja, auf F musst du den Motor starten. Ha! Ja, Stößi, also... Das ist doch ganz, es geht wieder. Das ist doch ganz einfach. Ja, geil. Warte so, mal, das jetzt machst müssen du wir jetzt bitte nochmal. Steige ins Auto und fahre in die Werkstatt. Abfahrt. Wie komme ich denn hier wieder raus? So. Dann fahr mal in die Werkstatt. So. Oh. So, und jetzt? So, das machen wir jetzt pink. Jetzt müssen wir ein Radio einbauen. Radio, Radio ist drin. Ja? Ja, upgraden. Alter! Tschüss! Nice! Alter, geil! Die Farbe beißt sich sehr schön mit meinem Hautton. Ja, ich finde auch, das sieht sehr gut aus. Magst du dir mal kurz die Autos anschauen da drin, die es gibt? Klar. So, wie komme ich denn hier raus? Ich will hier rausstößen. Wie kann ich aussteigen? E? F? Ah. Alter! Cool, gell? So ein LKW. Aber ich mag, muss ich sagen, diese 80er-Jahre-Urlaubslimo. Oder den kleinen Trecker. So, okay, wie kaufe ich ein Auto? Auf Wiedersehen. Nice. Okay, dann lass mal wieder zurück zur Farm. Wir können es nämlich bauen. Ich möchte jetzt endlich mal... Nee, wir brauchen Cash.
Nein! Ich will jetzt halt endlich mal Tiere haben. Ja, du hast ja recht. I want animals! Ja! So. So, kleinen Störsen. Ab auf die Ranch. Es regnet gleich. Wir gerade müssen jetzt erstmal zum Baumarkt. Hardware. Ah, hier. Genau. Au. Das ist eine Gehirnerschütterung. Sehr schön. Ja, mein Gott. Ein paar Autounfälle am Tag. Jeet. Sind in Ordnung. So, was jetzt? Jetzt müssen wir da rein. Müssen wir vielleicht mit dem Auto da rein? Weißt du, selbst der Baumarkt sieht frustrierend aus, weil hier einfach nichts ist. Alle Läden haben Baumarkt Terminals. Auch. Ja, das war traurig. Hier ist ein Terminal. Was brauchen wir denn jetzt? Ja, gute Frage, was wir brauchen, ne? Was steht denn hier? Gar nichts, eine Axt. Ehrlichkeit, ich kann hier halt gar nichts kaufen. Farbvorlagen? Achso, das sind Axt, die Brechstange und billige Tischsäge. Ja. Okay, ich kaufe, ja? Ja. Billige Säge, warte. Hast du Brechstangen schon geholt? Ja. Okay. Ich brauche nur noch die billige Säge. Guck mal kurz, wo die ist. Billige Tischsäge. Finde ich nicht. Weihnachten. Säge. Ah, Luxustischsäge. Ah, hier, die ist direkt oben. Billige Tischsäge. In der zweiten Reihe, das zweite. Ah, hab sie. Ja. Geil. Okay, in den Warenkorb. Nice. Kasse. Vielen Dank für deinen Einkauf, stand da gerade. Schön. Okay. Wo ist sie jetzt? Hebe Objekte auf. Ah, hier, oder wie? Nee, irgendwo muss das... Nee. Ach, hier vorne. Ah, hier. Oh, süß. Weil es ist eigentlich voll verlassen, aber irgendwie doch voll Hightech. Jo, wird einfach geliefert per Drohne. So. Einmal rein hier hinten. Okay. Jetzt haben wir schon dieses verwiesende Fleisch. Ne? Das passt nicht rein. Ach. Das muss nicht gekühlt werden, gar kein Stress. Das passt hier nicht rein? Doch. Nein, wir müssen das Fleisch noch ein bisschen justieren. Ja, ich mach. Ah, jetzt. So. So. Jetzt haben wir auch noch nur begrenzt Platz. Es regnet gleich, da ist es wird dunkel, 18 Uhr. Gut, ich fahre. Guck mal, wie mein Bart leuchtet. Oh, schön. Oh, wirklich, wie so ein Leuchtstäbchen. Aber ich muss sagen, jetzt wirkt es schon sehr gruselig hier. Also so sehr. Ja, ist doch ein Horrorspiel. Düster. Oh nein, ein Reh. Hat dann überhaupt keine Probleme. Oh, hier wird gebohrt. Aber genau so sieht es halt aus, ne? Wenn du in den Bergen wohnst, dann hängt da oben immer der ganze Nebel rum. Es ist kalt, es regnet. Wo bist du hin? Oh. Aber ohne Worte, ne? Ohne was zu sagen, gehst du da einfach rein. Ja, ich hole mir jetzt einen Burger. Hier arbeitet. Guck mal, hier ist ein fertiges Menü. Arbeitet niemand. Ach, da ist er. Ich habe ihn nicht gesehen. Hey, ich kann dir nichts kaufen. Was ist das für ein Burgerladen? Ich sehe auch Wucher. Gar nichts. Ich sehe gar nichts. Erforderliche Produkte. Gut, dann würde ich einfach sagen, dass wir gehen, weil sowas gebe ich mir jetzt hier nicht. Nee. Ich lasse mich hier nicht verarschen. Voll schade. Oh. So. Es ist echt dunkel. Ich sehe gar nichts. Lass uns schnell nach Hause gehen. Ich will ein Schwein, Sterzig. Ein Schwein? Ich will ein Schwein. Von allen Tieren willst du ein Schwein? Oh nee, obwohl Ziege. Ich liebe Ziegen. Ziegen sind viel cooler. Ja, Ziegen. Ich würde mir echt, wenn ich ein großes Grundstück hätte, würde ich, glaube ich, gucken, ob ich mir eine Ziege holen kann. Finde ich so drollig. Kein Gnu? Nee, die brauchen zu viel Platz. Aber die sind auch süß. Yeah. So. Let's go. Okay, rein hier. Ey, ist jetzt voll dunkel, ich sehe nichts mehr. Ich auch nicht. Ist das Moin. Unsere Hut oder was ist das jetzt hier? Verkäuferin? Ja, ist ein Überfall. Ich habe eine Schallplatte genommen. Willkommen und einem Kauf zu Tilly. Zwei Hühner. Das Terminal. Was? Wir müssen einen Eierkorb kaufen und zwei Hühner. Oh, das geht ja voll zackig. Wie kann man sich Sachen kaufen? Oh, haben wir Platz für ein Schwein? Boah, aber die Kuh sieht auch übel cursed aus. Wir haben Geld für ein Schwein tatsächlich. Okay, aber machen wir erstmal die Hühner. Wollen wir uns... Okay. Ein gelbes Huhn, ein schwarzes Huhn oder ein weißes Huhn? Gelb? Machen wir mal weiß. Weiß und gelb. In den Warenkorb? Nee, wenn wir jetzt nur... Dann können wir uns kein Schwein mehr leisten. Ach so. Nee, nur ein Huhn dann. Ein weißes. Ein Huhn und ein Schwein, weiblich oder männlich? Weiblich. Okay. Vielen Dank für den Einkauf. Wie, hier
geshoppt wird. Einen Eierkorb okay. brauchen wir noch. Oh. $10. Oh Gott, in den Wagenkorb legen. Jetzt haben wir nur noch $18 Kasse. Insgesamt. So, okay, wir haben's. So, ich weiß gar nicht, wie wir Geld kriegen überhaupt. Naja, wahrscheinlich indem wir dann Waren verkaufen, ne? Es ist so unfassbar Alter. Dunkel. Schau. Warte, ich muss mal heller machen. Ich hab das Schwein an der Leine, Gnu. Was? Ja. Aber ich sehe es nicht, es ist so unfassbar dunkel. Ist so man sieht nur meinen Bart ein wenig. Wo bist du denn? Warte, ich glaube, es wird gerade wieder ein bisschen hell, oder? Nein, irgendwie ist es total weird. Ich sehe nichts. Warte, ich muss mal kurz heller machen, das ist ja furchtbar. Gamma, so, jetzt. Oh, süß! Oh, wie süß! Warte mal, können wir speichern? Weiß nicht. Du kannst das Huhn nehmen. Okay, warte, wo ist denn das? Boah, ich pack das voll am Hals! Boah, Tierquälerei. Komm her, oh, Luder! Okay, dann würde ich jetzt damit so nach Hause geben. Warte mal. Ja, würde ich auch. Eierkorb. Okay, ich kann mit dem Eierkorb und dem Schwein gehen. Problem ist, ich glaube, das Schwein passt hier gar nicht rein mit dem ganzen dummen Fleisch. Nee, ich würde zu Fuß gehen. Echt? Das Schwein würde ich jetzt zu Fuß nach Hause bringen. Okay, dann laufe ich jetzt. Oh, danke fürs Licht. Ich sehe kaum was. Mach mal Gamma höher in Option. Video. Gamma. Auf 5? Ja. Hüpf's auch ein bisschen höher. Folge mir. Wir laufen jetzt straight übers Land. Digga, das fucking Schwein. Voll süß. Oh, 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 ich hab's verloren. Nein. Ja, ich muss ein bisschen auf das Schwein warten, weil es nicht so schnell. Okay. Und wenn ich zu weit vorsprinte, dann kommt es nicht nach. Ja, ja. Voll traurig. Wie nennen wir es? Piglet. Piglet. Ja, Piglet finde ich süß. Was mache ich für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich gekippt bin und nicht mehr hochkomme? R gedrückt halten. Ich glaube, dann kannst du es drehen. Muss hier aber aussteigen. Ja. Komm her, kleines Schweinchen. Komm her, kleines Schweinchen. Ach ja, aber das im echten Leben doch auch nur gehen. So. Passiert dir das so häufig? Oh, ja, im echten Leben schon immer mal wieder. 21 Uhr ist der Mond, Störsen. Oh. Ups. Im echten Leben, so bei Vollmond. Ah, oh, es ist Tag. War der Hühner herausgeholt? Wo soll ich denn jetzt das Schwein hinbringen? Wo ist denn unsere Ranch? That's a good question. Hier, ich bin dort. Siehst du mich? Wo bist du? Nee. Du hast keine Marker? Also ich bin jetzt genau dort. Es regnet, Störsen. Okay, ich komme zu dir, zu der Ranch. Okay. Wir müssen, glaube ich, auch ins Gebäude rein. Ich speichere mal kurz beim Zelt. Ja, warte, ich komme mit dem Schwein. Ah, wir können auch drin. Es kommt nicht mit in die Wohnung. Doch. Mal kurz, unser Haustier. Ich nehme das Chicken auch mit. Es versucht richtig zu sprinten gerade. Pass auf, dass nicht zu viel Kalorien verbrennt. Ich tue das Huhn mal auf deine Matratze legen. Danke. Kann man das auch zu viert spielen? Ja. Das wäre doch eigentlich voll witzig für SGH-Kern. Ja, eigentlich schon, stimmt. Vielleicht machen wir das mit denen. Schlag mal vor. Ja, das wäre schon richtig witzig. So. So, das Schwein kommt. Ich sehe unsere Ranch. Oder das, was davon übrig ist. Oh, die sind doch beide. Oh, sie werden so schnell erwachsen. Vor allem, wie langsam nähert ihr euch eigentlich? Naja, ich muss halt darauf achten, dass das Schwein hinterherkommt. So, Getreide gefunden, schütte Futter auf die Stelle. Er muss erstmal das Getreide finden. Ja, ich würde sagen, wir gehen dann auch erstmal pennen, damit es hell wird. Jut, 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 jut. So, kommt mal an, kommt mal ins Trockene, wo auch immer ihr gerade seid. Ah. Oder hinten. Hier stört sie, hier. Mit dem Korb auch noch. Hier stört sie, hier. Komm, wir gehen hier rein. Ach, da rein? Ja, hier rein, in die Butze. Komm her, Piglet. Piglet. Na los. Oh, kommst du überhaupt mit rein? Geht es? Oh. Oh Gott. Eieiei. Ich glaube, das wird nicht so einfach. Naja, wir versuchen es. So. Gerade platzieren und jetzt? Ja, süß. Oh. Ah. Kannst du es nicht tragen? Oh, 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 oh. Nee, aber nee. Das Huhn ist hier drin. Ja. Kann ich es hochheben? Nee.
leider zu schwer. Mist, ja, aber jetzt haben wir hier so ein Schwein, was hier mit rumläuft. Oh, kann ich es vielleicht irgendwo anbinden? Ich würde mich sagen, dass wir mal kurz speichern, mal Spiel speichern. Halt ja. Speichern. So, ist es gespeichert? Speicher! Glaubst du, wir können die Tiere auch eliminieren? Was ist los? Knu, ich hab einen Cock zwischen meinen Beinen! Was, wo bist du denn? Hä? Wo bist du denn? Warte mal! Oh mein Gott! Stößen! Was soll das? Oh mein Gott, der war ja, gut, der war richtig ne? gut. Aber mit diesen einleitenden Worten würde ich sagen, ja. gehen wir jetzt mal schlafen. Und am helligsten Morgen, speicherst du, es ist gut, stehen so, wir kurz auf. Und dann testen wir kurz was, was jetzt hier alle auf jeden Fall im Spiel interessiert. Man kann das Huhn auf jeden Fall auf. Du hast das Huhn getötet? Nee. Ich spiel das heißt, nicht mehr mit. Warum? Ja, Leute, die nächste Folge gibt's bei Sterzig. Was lernen wir aus der Geschichte? Erben sollte man auf jeden Fall niemandem was. Ich hab's alle eliminiert, damit das Erbe mir gehört. Ich lasse es nach einem Mord aussehen, leg dem Schwein die Waffe hin und die nächste Folge seht ihr bei auch Sterzig. Mein Gott!